Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Mystic Quest Legend, dem Final Fantasy Ableger für das Super Nintendo. Wir befinden uns im letzten Dungeon. Wir sind letztes Mal hierher gereist mit dem Schiff von Kapitän Max und sind jetzt quasi am unteren Eingang des Fokusturms. Es nennt sich die Dämonenfestung, weil sich hier der böse Dämonenlord irgendwo verstecken wird. Und soweit ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit, befinden sich in diesem Dungeon nochmal alle vier Bosse. Also aus dem Erdteil, Feuerteil, Windteil und Wasser- bzw. Eisteil des Games. Okay, hier gibt es wahrscheinlich nichts, was ich jetzt irgendwie holen müsste. Ne, das ist nur der Aufgang dann für später, falls man da irgendwo runterfällt. Das heißt, ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt die finale Episode ist. Das werden wir sehen. Je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Aber es kann gut sein, dass ich das in zwei oder sogar drei Parts splitten muss. Hallo Phantom! Gegen was bist du anfällig? Ich weiß es nicht mehr. Doch, gegen Windzeug, oder? Wir probieren es aus. Luftfluch mal auf beide. Und Phobia. Ach, wir haben Phobia wieder dabei. Stimmt ja. Du machst mal einen ganz normalen Angriff, bitte. Ja, da sind sie anfällig, wusste ich's doch. Schwerer Treffer, widersteht. Okay. Und ich mach mal so kalt. Too easy. Nicht mal groß was verloren. Okay, bis jetzt gab es keine großen Entscheidungen, wo wir lang müssen. Wir können jetzt natürlich hier runter droppen, aber ich denke nicht, dass es irgendwas bringt. Außer, dass wir wieder am Anfang landen. Hier genauso wenig. Lass mal schauen. Wo geht's denn hier überall hin? Warum ist hier so ein Haken-Dings? Versuchen wir unser Glück mal hier ganz rechts einfach. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Ich mache mich mal bereit, mich irgendwo hier festzuhalten. Na also, das war doch schon mal gar keine schlechte Entscheidung. Hier geht's weiter, so wie es aussieht. Boah, den haben wir ja seit dem Anfang vom Spiel nicht mehr gesehen. Ein Killerbulle. Hallo. Wir versuchen es nochmal mit Luftmagie. Dann erwischen wir wenigstens das Phantom. Und war nicht die Medusa auch dagegen anfällig? Sie hat halt nichts. Sie hat Wasser und Feuer. Probieren wir es einfach aus. Wir werden diesen Gestalten ja noch öfters begegnen, nehme ich mal an. Phantom ist anfällig gegen die Attacke. Oh. Was war denn mit dem Killerbulle? Ist das wirklich der vom Anfang gewesen? Hat er so wenig Leben? Oh, die Medusa. Hä? Cool, hey Medusa. Bist so strong mit deinen Medusa-Haaren. Na gut. Bis jetzt keine Herausforderung hier. Phobia geht ab wie Schnitzel. Ach, da, guck mal, da ist ja schon der erste Boss. Okay, jetzt ist nur die Frage, ob wir hier richtig sind. Sag mal, das ist doch auch der vom Anfang. So ein Metzger-Typ. Oder? Ja. Deshalb sterben die so leicht. Der Flaschengeist ist auch nicht besonders hart. Ich versuche immer da unten die Zauber durchzuswitchen. Ich weiß nicht warum. Geh mal auf den da. Ja. Goodbye, Metzger. Schwerer Treffer. Goodbye, Chin. Und das Phantom machen wir jetzt so fertig. Der kann sich, glaube ich, multiplizieren. Da muss man aufpassen. Verdoppeln. So, und jetzt mal ganz vorsichtig hier runter. Yeah. Oh nein, aber es ist die falsche Seite. Okay. Jetzt ist die Frage, gibt es da drüben irgendwas? Gucken wir einfach mal. Da ist zu. Ah, kann man das sprengen? Nice. Nice, Leute. Jetzt kommen wir voran. Ach, dann hätten wir das da oben auch sprengen können. Ich dusel. Also nicht das, wo man jetzt sieht, sondern das beim Boss.
oder? Oh. Der Oktopus, der Seelenwürger. Da ist er wieder. Okay. Oh, das so. Und du mach mal den Oktopus platt. Der ist, glaube ich, eher anfällig gegen Pfeile, oder? Ah, nee. Oh, da widersteht. Okay. Okay, ich habe auch down. Na gut, too easy. What? What the fuck, Alter? Oh Gott. Oh Gott, Phobia, töte ihn. Schwerer Treffer. Alter. Die Phantome haben ab sofort Priorität hier. Magie, Kraftzauber. Speichern. Haben wir jetzt genau? Ah ja, eine Minute länger Spielzeit wie mein alter Spielstand. Nice. Haben wir ihn eingeholt. So, was gibt's jetzt hier? Ein Platin-Schild. Damit sind wir auch komplett ausgerüstet, oder? Kleidung. Ein Helm fehlt uns noch. Okay. Na gut. Dann gehen wir zurück. Lassen uns nochmal droppen. Wenigstens müssen wir jetzt die Kämpfe nicht mehr machen. Jetzt ist die Frage, sollen wir nochmal den gleichen Weg probieren und versuchen, das dann zu sprengen? Oder sollen wir versuchen, hier vorher irgendwo, da die zweite Treppe, sollen wir die mal ausprobieren? Ich versuche es erst mit dem Sprengen. Nicht, dass da wieder irgendwelche Mobs gleich rumstehen, habe ich keinen Bock drauf. Halt, das war's nicht. Das war's nicht, Moonboon, das war's nicht. Das war's. Wupp. Ja, das müssten wir doch hinkriegen, oder? Ausgezeichnet. Ja, drüben kann man nirgends stehen bleiben. Das war schon die richtige Wahl hier. Okay. Boss, was kann der Boss? Das war der erste Boss, wenn ihr euch erinnert. Ich habe es damals nicht gemacht, aber mir ist eingefallen, dass man, weil er ja tot ist, ich glaube, wenn man einfach einen Lebenszauber auf ihn benutzt oder so, kann man ihn töten. Oh, er hat Phantome dabei. Shit. Fightstenser. Sollen wir das einfach mal ausprobieren erst? Muni, Luftfluch und Phobia. Du hast doch bestimmt Lebenszauber. Das probieren wir mal. Vielleicht funktioniert das bei dem auch. Das wäre obergeil, wenn das funktionieren wird. Nein, er blindet. Nice. Das sind die Tricks hier bei Mystic Quest. Luftfluch in your face. Phobia, du greifst einfach mal an. Weh, die töten jetzt den Muni oder hier. So, jetzt können wir nur hoffen, dass wir an den anderen Bossen auch so gut vorbeikommen. Was brauchen wir denn jetzt hier? Heilzauber? Ja. Und natürlich speichern. Ah, jetzt sind wir im Fokusturm. In der Mitte, wo wir nie quasi hin konnten. Okay, das erklärt einiges. K1, das heißt, wir sind noch nicht mal im Erdgeschoss. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Machen das Siegel auf. Nice. Dämonenfestung. Jetzt geht's aufwärts. Oh. Okay. Ach, nö. Aber wenigstens sind sie sichtbar. Damals waren sie ja unsichtbar. In der Eisfestung. Okay. Phantome und ein Cerberus. Das klingt... Ach, ich will schon wieder... Ich weiß nicht, warum ich das machen will. Das klingt schon wieder nach Luftfluch-Action.
Oh, was ist das? Vorbei. Was ist das eigentlich für ein Cerberus? Aus welchem Akt war der? Ich weiß es nicht mehr. Mach den mal weg. Boah. Zum Glück vorbei, hey. Das war das Instant-Tod-Ding, glaube ich. Komm schon, Luftfluch-Muni! Sorry, ich bin übrigens ein bisschen angeschlagen, falls ich ab und zu mal die Nase hochziehen muss oder so. Aber ich habe extremes Halsweh. Ja. Der Kampf geht ziemlich lang. Komm schon, töte den Hund! Überlegt euch mal, ihr habt so einen Hund, da braucht ihr das Dreifache an Futter. Voll ätzend. Schwupp. Oh mein Gott, das wäre ich beinahe gerade ausgerannt. Wir können natürlich darüber, aber wir können auch direkt hier hoch, ne? Das ist die Frage, wo wir halt hin müssen. Keine Ahnung, müssen wir erkunden. Da oben ist ein Tintenfisch. Hallo Tintenfisch. Goodbye. Oh, da ist ein Schalter. Der öffnet die Tür da drüben. Und vielleicht müssen wir an den Tintenfisch vorbei. Wir schauen uns die Sache einfach mal an. Du greifst an. Die kopflosen Reiter waren auch anfällig. Ich habe schon wieder durchgeswitcht, Alter. Was ist eigentlich los? Nee, mach das Phantom weg. Das ist zu gefährlich. Nice. Wupp. Stirbt er? Nee, er widersteht. Warum widersteht er immer? Ist das für ein Bengel? Oh, nochmal gleich. Obergeil. Und er heilt sich. Schwerer Treffer. Und er stirbt nicht mal. Phobia, dein Bogen ist doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Naja, das brauchen wir keinen Luftfluch mehr. Das machen wir sehr einfach so platt. Ein Level Up wäre nice. Würde ich mich freuen. Oh, nice Pfeile. Gut. War das der Endboss im Wasserding? Ne, das war der Eisgolem, war der Endboss. Okay, aber die sieht aus wie eine wichtige Tür da drüben. Und hier ist der Schalter dafür. Das heißt, wir öffnen das Baby hier mal. Hallo, Mr. Grapes. Riesenkrabbe. ich hab's schon wieder getan. Ich weiß nicht warum. Du kümmerst dich um die Krabbe. Nice, Krabbe down. Macht der Luftfluch gleich mehr Schaden. Und die sind auch beide anfällig, glaube ich. Oh ne, der Chin nicht. Fuck. Und da gehen sie down. Okay. Nice and easy. Schwupp. Tür machen wir auf. Rüber können wir leider nicht, glaube ich. Ja. Ein Feld zu kurz. Das haben sie clever gemacht. Nach unten. Nee. Okay, aber jetzt wissen wir ungefähr, wo wir hin müssen. Irgendwie in die Mitte hoch. Das heißt, wir gehen mal hier rüber. Die Tür muss auch noch auf. Vermute ich mal. Oh, keine Mobs. Okay. Genau, und wo ist der Schalter? Da drüben. Ah. Ja, das ist ja easy hier. Da steht nicht viel im Wege. Da drüben ist noch ein Schalter und alles. Jetzt machen wir das mal auf und gehen nochmal da runter. Man ist ja relativ flexibel mit der Klaue. Oh, ich muss niesen. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Oder nicht? Oder nicht? Wir machen jetzt einfach mal alle Türen auf. Ich meine, schaden kann es nicht. Oh Gott. Okay. Tintenfisch. Diesmal switche ich nicht durch.
Und oh Gott. Und wir machen das Ganze so. Warum macht denn die so wenig Damage mit ihrem Scheißbogen? Das ist oberlame. Komm, Muni. Hau du Biggel nie. Die braucht echt ewig für einen garstigen Mob. Das ist ja furchtbar. Kann man sich eigentlich an die Dinger auch grabben? Nee. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, aber darüber kommen wir jetzt nicht. Nee. Na gut. Die Tür ist offen. Schauen wir einfach, was passiert. Da hoch kommen wir auch nicht. Dann müssen wir wohl wieder... Nee. Wir müssen da runter und darüber. Und da durch und dann oben rum. Und jetzt ist da die Tür nämlich offen. Und dann geht's da weiter. Hätte man nicht auch einfach hier hochspringen können, sag mal? Ah, da ist noch was. Gucken wir mal da raus. Ah, da geht's nicht rüber. Da müssen wir von links kommen. Okay. Das war also der Hinweis. Aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles offen. Von daher sieht's gut aus. Da kommen wir auch nicht hoch. Machen wir hier noch auf. So, da drüben haben wir aufgemacht. Dann springen wir hier rüben. Da unten ist nichts. Da waren wir. Genau, und jetzt geht's einfach nochmal hier außen rum und dann nach oben. Yeah, das passt. Ambrosia. Das Getränk der Götter. Oh, Mr. Grapes. Kriegt sie mit Nord. Du greifst an. Was war mit denen? Die waren auch gegen Bomben, glaube ich, oder? Machen wir mal den da kaputt. Ah, Phobia. Oh ne, keine Bomben. Keine Bomben. Machen wir so. Eins. Ah, bist du süß, Mr. Grapes. You're going down. Oh, Level up. Stufe 30. Wupp, wupp. So, und jetzt sind wir oben. So wie es aussieht. Gehen wir darüber. Und schwupp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich wäre beinahe in ihn reingerannt. Ist das schon die Plattform von vorher? Ach ja, tatsächlich. Ach, das habe ich gar nicht realisiert. Na dann. Nee, mal noch nicht speichern. Magie, Kraftzauber. Und der Muni muss einen Zaubertrank Dingsbums essen. Rucksack. Trinken. Genau, und dann speichern wir. So, und bei ihm weiß ich jetzt gar nichts mehr. Da müssen wir erst nochmal hin. Aber war nicht da Bomben oder Feuer oder irgendwas? Boah, er sieht böse aus, ey. Steingolem, Alter. Müssen wir ausprobieren. Wir hauen einfach mal was raus. Mal gucken, vielleicht ist er gegen irgendwas anfällig. Donneraura. Was hast denn du für Zauberdings? Wasserfluch. Oh nee, machen wir mal Feuerfluch. Attackiert mit Felsenblick. Oh shit, Alter. Cerberus ist anfällig. Steingolem widersteht. Okay. Wolfsgeheul. Geh weg mit eurem Scheiß jetzt. Donneraura. Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott. Okay, also Donneraura bringt nichts. Nebelaura, in your face. Magie. Cerberus war anfällig gegen Feuer. Der Medusenblick. Werde ich versteinert? Nee, nur verwirrt. Oh, greif du ihn nicht mit dem Feuerfluch an, wenn er eh wieder steht. Oh, du bist so verwirrt. Okay, Nebelaura. Also macht euch keine Sorgen, wenn wir jetzt auch gleich sterben. Ich will jetzt einfach mal rausfinden, was hier abgeht.
Der widersteht dem Feuerzeug, widersteht er komplett. Ah, Phobia! Oh mein Gott, okay. Können wir uns noch retten? Sollen wir es versuchen? Magie. Kraftzauber auf beide. Ah, irgendjemand wird getötet. Der Muni wird getötet und sie ist verwirrt. Okay. Ja. Oh, oh. Es gibt Hoffnung. Nein, jetzt verwirrt er sie wieder. Oh, what? Oh mein Gott, es ist knapp. Und da kommt der Lebenszauber. Whoop, da bin ich wieder, du Bengel. So. Muni, Kraftzauber, nope. Nur auf sie. Und Phobia, da deine ganze Magie nichts bringt, das haben wir auch schon beides ausprobiert, darfst du einfach Damage machen. Oh. Okay. Okay. Ja, ihr Damage bringt halt auch nichts. Wir müssen sie wirklich nur als Heiler einsetzen. Sie hat keine guten Angriffszauber. Sie hat gar nichts. Sie kann einfach nur heilen. Komm schon, retz ihn. Und dann heilst dich selber. Und der Muni muss irgendwie Damage machen. Was haben wir bei Muni noch nicht probiert? Die Flammenaura. Wobei, da wird er auch wieder widerstehen, oder? Jetzt gucken wir einfach mal. Und du heilst dich jetzt mal, du Bengel. Nein. Ah. Ja. Okay. Sieht aus, als wären wir jetzt wieder im Geschäft hier. Okay, dem widersteht er auch. Er widersteht einfach allem. Jawohl, und da sind wir wieder oben. Jetzt kann es losgehen. Er widersteht dem ganzen Scheiß hier. Luftfluch können wir mal noch... Sollen wir mal Erdfluch... Er ist ein Golem. Versuchen wir mal den Erdfluch. Und... Nee. Und du heilst uns. Wie gesagt. Bringt eh nichts, was du sonst machst. Widersteht. Versuchen wir es mit Bomben. Du heilst wieder. Alter, dieser Medusenblick. Was macht er denn mit dem? Bomben sind es auch nicht. Greifen wir einfach so an. Wir widerstehen ziemlich vielem Zeug inzwischen, ne? Weil wir so viele geile Items haben. Komm, greif mit an. Bisschen Damage ist auch Damage. Außerdem macht er gerade nicht viel. Schwing! Fupp! Immerhin 1000 sind es zusammen. Das kann man durchgehen lassen. Schwere Treffer, ne? Also, 800. 43. Lame. Das gibt's doch nicht. Der war doch gegen irgendwas bestimmt anfällig. Okay, müssen wir heilen. So, du machst weiter und du machst... Sollen wir gleich einen Lebenszauber machen? Ich weiß nicht, ob er stirbt. Na, wir machen mal Kraftzauber. Gut. Hat geklappt, wie geplant. Vorbei, oh Gott. Ja, das hast du verdient. In your face. Oh mein Gott. Okay. Schwing. Und da geht er down. So. Okay. Und jetzt zurück. Jetzt sind bestimmt die Stufen da aufgegangen. Was sind wir hier? Ja, wir gehen da. Schwupp. So, das waren schon die ersten zwei, ne? Erde und... Was war das erste? Ne, das erste war Erde und jetzt Eis, beziehungsweise Wasser. Genau, und jetzt kommen wir in das Feuergebiet. Na gut, ich würde sagen...
Wir haben 2 von 4 Bossen down, also ohne den Endboss dann mal gerechnet. Von daher machen wir jetzt einfach hier einen Cut und machen das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt bitte dran, es positiv zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.